In einer Gärtnerei sind neben Personal- und Materialkosten, also Kosten für Blumen und Pflanzen, natürlich Energiekosten und Wasserkosten sehr bedeutsam. Ist es ein Betrieb mit Glashaus, so sind die Heizkosten zur Erwärmung der Glashäuser von Bedeutung und der größte Verbraucher. Hier gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, um sparsam mit Energie umzugehen und auch Kosten zu sparen. Wie das in der Praxis aussieht, das sehen wir uns heute in der Gärtnerei Lindner an. In Gärtnereien wird Energie vor allem dafür verwendet, um optimale Bedingungen für alle Blumen und Pflanzen zu schaffen. Heizen tun wir mit Erdgas, mit einem modulierenden Brenner, dass immer nur die Leistung erzeugt wird, was in die Glashäuser gebraucht wird. Dann im Sommer braucht man den Strom zum Lüften, zum Schattieren, dass eben die Blumen nicht warm wird und dass nicht zu viel Sonne im Glashaus ist, so wie man jetzt da sieht, oben das weiße Tuch, das ist ein Schattierungstuch für den Sommer, dass nicht zu viel Sonneneinstrahlung reinkommt und zugleich auch im Winter als Energieeinsparung. Ich sage aber, das ist wie ein Duchert, man deckt sie zu und da zieht man auch zu, das ist dicht, dann ist sie unten schön warm und oben im Giebelbereich vom Glashaus hat man dann eine kühlere Temperatur als wie im Kulturbereich. Bei den Energieschirmen hat Josef bis zu 70% Energieeinsparung, wenn der Schirm zu ist. Was auch noch wichtig ist, wenn er in der Früh aufgeht, dann muss das stufenweise gehen, weil sonst von oben die kalte Luft runterfällt. Und durch das hat man einen Kälteschock bei den Pflanzen und eine Taubildung. Was auch noch gemacht worden ist, die Glashäuser sind teilweise saniert worden, also auf kittlose Verglasung umdeckt worden. Und durch das sind die Glashäuser viel dichter und brauchen auch weniger Energie. Das Heizungssystem wird mit einem Klimacomputer gesteuert. Licht und Kälte werden dabei gemessen. Und schon optimal angesteuert in die Glashäuser. Jetzt Glashaus hat seinen eigenen Mischer, dass nur so viel Wärme ins Glashaus reingeht, was gebraucht wird. Und wenn in der Früh der Tag kommt, die Sonne kommt, starke Sonneneinstrahlung kommt, dann fährt die Heizung schon runter, dass man nicht dann die Wärme, was man über die Nacht erzeugt hat, wieder ausgepulvert, wenn die Lüftung aufgeht. Die gesamte Gärtnerei von Josef hat ein geschlossenes Wasserkreislaufsystem. Das nennt sich in der Fachsprache Ebbe-Flut. Wie der Name schon sagt, Ebbe ist trocken und Flut, da steht der ganze Tisch unter Wasser. Das läuft dann wieder zurück ins Sammelbecken und wird dann für die nächste Bewässerungsgruppe wieder hergenommen. In der Bewässerung ist immer ein bisschen ein Dünger drin, also kriegt die Pflanzen immer einen leichten Dünger und der wird dann wieder hergenommen für die nächste Gruppe. Und die Maßnahmen in Sachen Energieeffizienz zahlen sich aus. Naja, wenn man sich denkt, der alte Ölkessel, ich habe früher zwei Ölkessel gehabt, die haben ungefähr 800 kW Leistung gehabt. Und jetzt habe ich einen Gaskessel, der hat 500 kW Heizleistung und mit dem komme ich auch aus. Da sieht man es ganz deutlich, dass man durch die Energiesparmaßnahmen Energie spart und nicht mehr so viel Heizleistung braucht. Naja, das Thema Photovoltaik ist sicher, steht im Raum. Und man muss schauen auf die Gebäude, auf die fest eingedeckten Gebäude, ob man da die eine oder andere Paneele unterbringt, dass man eben selbst einen Strom erzeugen kann und den Strombedarf ein bisschen selber abdecken kann. Spezielle Energieschirme, ein Belüftungssystem und ein Wasserkreislaufsystem. Die Gärtnerei Lindner ist mit ihren energiesparenden Maßnahmen ein echter Worldchanger-Betrieb.